Ich glaube, das Spiel hasst mich ein bisschen. Und der ist zumindest tot. Jetzt habe ich einen Trank genommen, das war natürlich höchst intelligent von mir. Da haben wir noch ein bisschen Gold. Ja, dann ich interessiere mich jetzt nicht für euch. Ich gehe dann einfach mal. Hallo. Das finde ich echt ein bisschen doof gemacht, dass man ganz schwierig hat, gegen fliegende Gegner zu kämpfen. So, Weaponlore, was haben die hier noch? Machen wir mal. Improve the attack effect and the attack speed in unarmed combat at risk combat. Nee, das brauchen wir dann ja nicht, wenn wir eben so eine Waffe an. Ja, machen wir mal eine Weaponlore und auf Armor und auf Armor. Achso, das ist jetzt mein letzter Gegner, den ich besiegt habe. Das war auch cool, dass er mir das anzeigt. So, Attribute, da bin ich ja immer einer, das geht auf Stärke, damit ich genug Stärke habe. Ich weiß nicht, irgendwie bringt das schon was. Oder vielleicht sollte ich mal auf was anderes skillen beim nächsten Mal, damit sich mein Leben so schon ein bisschen regeneriert. Also schneller als sonst. Ah, da sehe ich auch schon. Wir kommen dem Ziel näher. Bevor der losfliegt. Stirb. So, welches Level sind wir jetzt eigentlich? Wir sind Level. Kann ich das irgendwie so öffnen? Oh, nein, kann ich nicht. Wir sind Level 22. Wir müssen eben hier unten lang. Geht das, wenn ich hier unten lang gehe? Das geht. Ja, hab hier, dann lande doch mal. An dem man da fliegen kann. So, wir sind eigentlich direkt in der Nähe. Hier? Genau in diese Höhle rein. Dann gehen wir da mal gleich rein. Hallöchen, da ab in die. Und es hat Ping gemacht, das heißt also, das war richtig. Ja, Map. Nein, eine Höhle bringt die Map ja eh nicht. Viel. Ah, wir sind irgendwo hier so. Wir sind irgendwo genau hier so. Da drin in der Höhle. Und hier haben wir. Please find my mother in the lava wasteland. Achso, wir müssen seine Mutter hier scheinbar die. Morgen nach. Etwas raren. Also etwas seltenen. Lava-Hälter. Aha. Am Plateau gesucht hat. Müssen wir finden. Also sie. Kommt eigentlich normalerweise, also die kommt normalerweise eigentlich immer so nach ein paar Stunden nach Hause, aber sie ist ja bis jetzt noch nicht zurückgekommen. Die Wächter, was, the guards don't dare to go outside. Achso, die Wächter sagen irgendwie, dass man nicht nach draußen gehen soll und die lassen mich auch nicht. Mich und ich habe außerdem kein Taschengeld, aber ich gebe dir alles, wenn du mir meine Mutter zurückbringst. Trust me, I know what I'm doing.
Ja, wenn wir sie zufälligerweise... Hallo? Wenn wir sie finden, dann alles okay, aber ich möchte hier gerne erstmal euer komisches Ding... Ihr habt doch bestimmt hier so ein komisches... Element-Gedöns. Ansonsten muss ich ja hier nicht rein. Oder? Ihr seid doch alle freundlich. Ich kann hier einfach durchlaufen zu diesem Elementteil. Aber vielleicht noch ein bisschen umschauen. Was haben wir hier so? Hallöchen, was geht ab? Ihr habt es aber gut hier. Also schön. Schön gemütlich. Ah, wir kommen dem näher. Ich hoffe nicht, dass jetzt gleich alle versuchen, mich anzugreifen, wenn ich das Ding nutze. Für die Quest. So, hier nach oben. Und, achso, hier so hoch. Wieso? Hallo? Achso, nee, ich... Moment, hä? Was ist denn jetzt passiert? Achso, ich hab sozusagen eine Abkürzung genommen irgendwie. Gut, dann sind wir der Quest wieder ein wenig näher gekommen. Nehme ich mal zumindest an, dass wir das sind. Ich komme hier aber nicht hoch. Muss ich wohl hier so lang. Boah, Drache! Du kotzt mich an! Schon ein wenig tricky hier lang zu gehen. Vor allem, was die Dämonen für so ein komisches Gesicht haben. Mehr so ein lachendes. Mann, ich würde gerne euch auch mal angreifen dürfen. Das ist von die fiese Fähigkeit. Aber ich finde es echt ein wenig gemein. Wobei habe ich die Möglichkeit mit... Ne, das Problem ist einfach, dass mein Charakter sich dann auch wegbewegt. Also da habe ich dann... Leider keine Chance. Das wird leider ziemlich viel an Potions kosten. Ist die Gegnerplatzierung eigentlich random? Nee, Bogen bringt ja einfach mal wo rein gar nichts. Ich muss ja nochmal kurz zurück. Das ist einfach keine Chance gegen die. Wo bin ich eigentlich hergekommen? Hier wahrscheinlich, ne? Auch nicht.
Und jetzt habe ich schon mal ein paar Gegner besiegt. Jetzt ist es noch nicht mehr so schwer. Ich wollte eigentlich zurücklaufen. Um zu speichern. F9 ist speichern, ne? Ja. Genau. F8 war übrigens schnell laden. F9 war speichern. Deswegen. Habe ich das in der letzten Aufnahme ja schon ein wenig falsch gesagt? Hallo? Ich treffe den nicht oder ich mache den keinen Schaden. Dann hier so lang. Ich save hier nochmal. Ich mache hier. Moment, da ist die Taste. Nicht, dass ich dann einfach mal so zufälligerweise die falsche Taste drücke. Da ist Bloodstone of Shirkam. Ist das. Ist das Shirkam? Nee, ist der River. Sieht aber auch ziemlich verstörend aus, muss ich ehrlich zugeben. Immer wenn ich sie treffen könnte, trifft er nicht. Ist irgendwie auch ziemlich ätzend. Und dieses Rumgeschiebe, diese komische Fähigkeit, die sie im Flug machen, ist auch nicht gerade. Also ich finde, das ist nicht so schön. Ach, hier ist, das ist, glaube ich, die Mutter. Ja, witzig, denn. Ach, der ist trotzdem gestorben. Soll ich die vielleicht gar nicht in die Luft treffen? Man kann Drachen einfach in der Luft scheinbar nicht treffen. So. Achso, das ist scheinbar doch nicht die Mutter oder irgendwie. Du bist nicht der Folger des Akasaba-Drachenkults. Achso. Rette mich und bring mich zurück zu diesem Plateau. Ich möchte nicht sterben in diesem Ritual und in ein Monster verwandelt werden. Ich folge dir jetzt. It's as good as done already. Heathen. Ah! Ja, mal gucken, ob wir sie zurückbringen. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Diese Wivern, die lassen sich zumindest gut treffen. Und die. Also die normalen Drachen, die sind irgendwie ein bisschen disorientiert, so wollte ich das sagen.